So. Moin Leute, willkommen zum neuen Video. Und ich habe Scheiß wieder aus. Diesmal mit Atom. Und ihr werdet sehen, warum. Das ist funny, was hier funktioniert. Also zu einem eine 6er Range. Oh, schön. Und nicht nur das, es geht auch wieder ein. Ja, Fly. Es ist so retarded. Es ist einfach so wie vor ein paar Monaten. Es hätte sich nichts geändert. Dieser Server ist einfach unfähig. Da wird sich auch, denke ich mal, nie was ändern. Und ja, ihr habt gesehen, ein paar Bugs hat der Client noch. Der ist auch ziemlich noch in der Alpha. Und wir jumpen mal rüber. Oder fliegen, ist ja kein Jump. Oh, oh. Ah, Mist, da sind wir sehr dumm gestorben. Egal. Ja, der Client ist private. Also müsst ihr auch nicht fragen, ob ihr ihn bekommen könnt und so. Ist aber ziemlich lustig, was hier alles funktioniert. Und ich wollte es euch auch unbedingt mal zeigen, bevor das gepatcht wird. Und ja, der Client ist von Felix und ich helfe da mit. Und ja, was habe ich da getroffen? Der hat doch Stealer. Und das oben ist mega nice. Liebe ich einfach. Der Client ist ziemlich clean. Also, so wirklich clean. Er hat ein Design, das überall ist. Das einzige Problem am Fly ist, man muss warten, bis diese 50 Sekunden da ist. Das ist wie beim Long Jump, nur dass man unendlich lang fliegen kann fast. Das ist, ja, halt dumm, dass Q-Craft wieder auf diesem Level ist. Aber, oh, ja, okay. Das war retarded. Ich hätte nicht schräg abbrechen sollen. Man sollte auch nicht abbrechen beim Damage bekommen. Das ist ziemlich lost. Und im Chat steht noch Damage Cancelled, weil ich habe gerade getestet, ob der Velo alles funktioniert und so. Also nicht wundern, das ist nur der Velocity. Der hat nichts mit dem Fly zu tun. Das ist auch, wenn ich einfach Damage bekomme, das wird im Chat stehen. Tut mir leid, habe ich vergessen rauszulöschen. Und das ist auch irgendwie um 3 Uhr gerade. Oh, ja, und ganz wichtig, wenn man so stuckt, muss man sich ein bisschen autistisch bewegen. Und dann kann man sich wieder. Das ist, wenn man kurz austappt oder zu lange stehen bleibt. Das kann mal passieren. Muss aber nicht. So. Oh. Ja, gut, ich habe hier auch ausgehabt. Ich bin ein dummer Autist. Oh, jetzt habe ich es 5-mal disabled und enabled. Ich stehe da erstmal wie keine Ahnung was. Ich denke, ich wurde sogar gesniped. Nice. Das ist ziemlich smooth, wie ihr seht. Auch das F3-Menü. Alles sehr smooth. Die Uhr gefällt mir super. Dollar. Und das Clickjoy zeige ich euch gleich auch noch. Aber ein bisschen Runden wollen wir noch spielen, ein bisschen Spaß haben. Und ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich einen Let's Play, Let's Hack erst wieder aufnehme, wenn ich in einer neuen Wohnung bin. Ja, ich bin noch nicht ganz umgezogen. Es ist, fehlt noch ein paar Sachen und ja, das funktioniert gerade, deswegen mache ich das jetzt noch schnell. Das Einzige, was noch unten bei mir ist, ist halt wirklich nur der PC und ein paar Klamotten, damit ich halt mich umziehen kann und so. Der Rest ist schon weg. Und ja. Das heißt, alles, was ihr da in der Roomtour gesehen habt, ist nicht mehr so, wie es da war. Und ja. Scaffold kommt auch noch demnächst. Also es gibt einen Scaffold, aber der funktioniert noch nicht ganz, wie er sollte. Und Speed müsste noch geedit werden. Ich weiß nicht, ob der funktioniert, den da Felix gemacht hat. Und deswegen nutze ich den mal nicht. Ist auch nicht so schlimm, der ist jetzt nicht wirklich super, super schnell. Könnte man alles noch adden.
Ja, das mit kleinen Bugs, das werde ich noch alles beheben die nächste Zeit. Aber ja. Oh, ja, ich bin einfach runtergesprungen. Ich bin wirklich dumm. So. Das ist ein anderer Cheater. Ja, okay, der hat besseres Equipment gehabt. Kann man nichts machen. Einfach, okay, ja, nicht weggesniped. Ja, ich bin gerade in so einem Gruppencall, das ist nicht so schlau. Ich habe mich auch gerade gemutet, damit ich es aufnehmen kann. Und ja, kann man nichts machen. Ich guck mal, ob der hier drin ist. Nö. Ich würde auch sagen, wir spielen ein paar Runden. Der ist hier diesmal nicht drin, das ist gut. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es enabled habe. Ich bin. Okay, ich hab's enabled, so. Nach links gucken ist ein bisschen ungewohnt. Aber das, da gewöhnt man sich schnell dran. Rüber. Ja, der hat keine Chance. Der kann da stehen bleiben, wie er möchte. Der wird niemals an uns rankommen. So, Blöcke brauchen wir sowieso nicht, wir können einfach rüber. Wir heilen uns mal am besten. Ja, durch Wände geht nicht ganz. 6 Blöcke, aber nicht durch Blöcke geht das. Oh, da habe ich Kill auch ausgemacht. Sollten wir aber durch die Range noch bekommen. Auch wenn das jetzt ziemlich dumm von mir war. Na, der hat keine Chance. Trotz diesem PvP-System. Habe ich aus? Ja, ich hab's aus. Ja, das war dumm. Das war dumm. Ich mach das jedes Mal. Ich sollte mich abgewöhnen, jedes Mal Clear rauszumachen. Und ja, das Click Dry sieht so aus. Sieht super aus. Gefällt mir. Persönlich. So. Ich zeig das gleich noch weiter. Hier. Kill Aura. Ja, sieht sehr schön aus und clean. Alles im Design gehalten. Fliegen wir mal darüber. Oh! Ja, passiert. Anti-Void wird noch geaddet heute tatsächlich. Mit dem Disabler ist es ja jetzt möglich, wieder ohne Autobahn zu setbacken. Weil der Fly funktioniert natürlich nur mit Disabler. Und No-Fall müsste ich mal versuchen. Fliegen wir mal rüber. Ist jetzt. Beim Fliegen erstmal hitten. Weil YOLO und so. Ich habe kein gutes Equipment. Die Schilde sind, by the way, mit Absicht unsichtbar, weil die sonst nerven. Man könnte halt. Wir werden noch wahrscheinlich adden. Also, ich werde das demnächst adden, dass man dann mit dem Schwert blockt statt mit dem Schild. Visuell. Sieht halt schöner aus, finde ich. Und wir haben eine Runde gewonnen. Wir gehen in die nächste Runde natürlich. Wir haben nicht viel Zeit. Es gab von Felix ein Video, aber das ist alles privat geklärt, deswegen gehe ich auch nicht näher auf ein. Auf jeden Fall ist alles geklärt. Mit Felix habe ich auch wieder eng Kontakt. Und ja. Man hat sich natürlich erwachsen per Sprachchat unterhalten und sind auch auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Ich bin runtergefallen.
Da wäre zum Beispiel jetzt ein Antivolt sehr praktisch. Werde ich demnächst mal adden. Guck mal, ob der Typ wieder hier ist, der mich ganze Zeit hier target. Nö. Zum Glück nicht, oder? Schon Paranoia in Wege dir. Nee, ist er nicht, okay. Ist eine sehr praktische Map, tatsächlich kann man sehr schnell rüberfliegen. Zwischen den Inseln. Der Client hat so ziemlich, was man eigentlich jetzt alles braucht für CubeCraft. Außer halt jetzt Antivolt und Scaffold, der jetzt gut funktioniert. Hat er alles. Antivolt wird halt noch an diesem Tag geaddet. Das, bevor es sogar rauskommt, ist es schon drinnen. Weil ich habe schon einen gemacht in dem alten Client von uns beiden. Und den kann ich dann einfach reinporten, actually. Sprich da nichts gegen. Oh, ja. Ich bin wirklich ein Vollidiot. Also. Sorry für dieses schlechte Gameplay. Ich bin wirklich. Also. Ja. Ah, 3 Uhr kickt, würde ich sagen. Das seht ihr aber auch oben. Oh, ich finde diese Uhr so sexy. Die Watermark ist nicht immer so gewesen. Die ist jetzt irgendwie so mit Brötchen Edition. Finde ich aber auch wild. Könnte man vielleicht irgendwann einstellbar machen, ob man Milchbrötchen Edition haben möchte oder nicht. Das könnte ich alles noch retten. Irgendwann mal. Ist ja nichts Schweres. An sich ist der Client ziemlich smooth. Alles passt im HUD, wie es sein sollte. Zum Beispiel, wenn man T drückt, öffnet es so und fadet nach oben. Also die Animation geht nach oben halt. So, jetzt müssen wir warten. 49, jetzt können wir fliegen. Ich würde aber einen Block actually hin platzieren, so. So. Ich bin... Also! Wie kann man so schlecht sein wie ich? Selten so schlechtes Gameplay gehabt. Ich habe halt vorhin noch eine Runde aufgenommen, ohne Ton halt. Und die wollte ich eigentlich auf dem Kanal hochladen, aber dann dachte ich, ich könnte ein Let's Hack machen, das wäre eigentlich viel nicer. Ich werde auch Felix seinen Kanal unten verlinken, natürlich. Und ja. Bin mal gespannt, ob die das hinbekommen zu fixen. Ich denke mal eher nicht, die haben das sowieso, die haben nie wirklich was hinbekommen im Leben, deswegen, ja. Bin ich mal gespannt. Warum komme ich in eine neue Runde? Ich habe eine Friend Request. Nö. Bin ich abgehoben. Das ist auch eine geile Animation, wenn man scrollt. Oh, slash Hub. Wir machen mal eine neue Runde. Wir sehen uns gleich. So, da sind wir in der nächsten Runde. Und die letzte Runde auch. Ich weiß nicht, ob euch die Animation so gefällt. Mir gefällt das schon. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber ich finde das super. Und dieses Einfaden, alles nice. Maybe können wir noch adden, dass man nicht diese obere Notification hat, sondern auch die untere. Und ja. Dann spielen wir weiter. Hat er natürlich keine Chance, wollte ich schon sagen. Hat er aber wirklich nicht, weil er sich nicht mal hinter einer Wand verstecken kann, ohne dass wir ihn töten können. War ein bisschen dumm von ihm geplayt, gegen den Hacker sich einzubauen, aber naja, sind Q-Craft-Spieler. Die sind eh alle dumm. Ich meine, die spielen hier nicht umsonst, ne? So, dann, was auch immer seine Mission war, hat mich nicht mal einmal getroffen. Schon lost. Him again, okay. Die hassen mich auch mittlerweile, weil Sentinel nichts auf die Reihe bekommt. Und Speed wäre jetzt so OP gewesen. Aber ich habe ihn noch weggekickt, bevor er überhaupt einen Block platzieren könnte. Ja, okay, warte, dann holen wir den. Naja, scheiße, die haben zu zweit. Na gut, dann gehen wir ins Main-Menü. Ich sag euch mal das Main-Menü.
So, im Main-Menü angekommen. Ja, das buggt noch ein bisschen rum in der Resolution, das fixe ich noch. Im Main-Menü angekommen, das ist ziemlich simpel. Das war ja das Ziel von Client, ziemlich simpel zu sein und clean. Und ja, da haben wir ganz viele Alts, das ist der Alt-Manager. Da gibt es auch Microsoft, sollte hier einer oben sein, da. Watchdog-Statistik weiß ich, ob es geht. Nö, der geht noch nicht. Das kommt wahrscheinlich dann noch. Deleten, Adden kann man. Quick Join gibt's. Und Alt-Info. Na gut. Mehr habe ich eigentlich nicht wirklich zu zeigen. Es gibt halt noch diese Animation. Das müsste auch noch patched werden, theoretisch. Das ist nur da. Sonst nirgendwo. Sonst ist diese Animation eigentlich ziemlich smooth immer. Auf jeden Fall, es gibt noch ein paar Bugs natürlich, aber das ist auch noch ein Beta-Client. Also es werden noch mehr Videos damit kommen. Auf jeden Fall schön mit Ö. Trap the day I die. Ooh.